Gut, dann lass uns jetzt erst das Server neu starten. Okay, wir können auch irgendwie einen Traffic simulieren. Ich weiß es nicht, ob diese Maschine kann ich einfach jetzt entfernen. Ist schon Error, weil diese, dann muss ich wahrscheinlich diese Volume besser bereinigen. Weil während Stop hat irgendwie Stop mein Services mit dieser Volume etwas schon nicht in Ordnung. Dann werde ich das wahrscheinlich andere Maschine kopieren. Zum Beispiel diese. Okay. Copy. Das ist aber kleine. Okay, lass uns jetzt neu starten. Also ich mache herunterfahren. Neustart. Okay, und was ist mit unserer Ping-Command? Klar, wir sollen wahrscheinlich Ping für 230 starten. Und auch Ping für 250. Okay. Das war schon kopiert. Wahrscheinlich soll man das. Okay, die Maschine jetzt soll gleich. Die erste Maschine ist jetzt nicht verfügbar. Und Ping Node ist aber. Das bedeutet, ist Host Unreachable, also ist nicht verfügbar. Okay, dann. Lass uns jetzt das checken. Tatsächlich, diese Maschine antwortet nicht. Und zweite Maschine hat jetzt Secondary aktiv Status und das dauert, bis die Primary Maschine da ist. Nach Neustart, dann können wir Sync resynchronisieren und Feedback machen. RSX, wie ich gesagt habe, hat schon Problem mit meiner Store. Sehr wahrscheinlich muss diese Volume okay, Nostalgia Add to Inventory. Ich habe sechs kleine virtuelle Maschine kopiert und dann kann ich die. Okay, wir warten auf erste Maschine. Das dauert kurz, weil ich habe leider auch QLogic-Karte, also sind mehrere Karten drin und die am Button. Aber in Zwischenzeit haben wir Fragen. Lass uns jetzt die Fragen beantworten. Nächste Frage ist: Kann man auch schon den Failback starten, während die Synchronisation noch läuft? Klar, das kann man nicht starten. Und diese Failback-Taste wird sowieso nicht funktionieren. Weil, wenn eine Failback-Taste geklickt ist, wird zuerst gecheckt, ob am Primary schon konsistent Status ist. Weil es ist kein Sinn, Failback zu starten, also Aktivität von Secondary Server auf Primary umziehen, wenn in Secondary Server keine Consistency noch, also Consistency nicht erreicht ist. Das ist natürlich unmöglich. Muss diese Synchronisation klar fertig sein. Okay.
Okay, dann in Zwischenzeit, die erste Maschine ist schon gestartet. Lass mich jetzt in WebGUI gehen. Okay. Gut, und dann in iSCSI Failover nach Neustart ist klar Suspend Mode. Und jetzt können wir von sekundären Maschine Sync starten. Und wenn der Sync wird fertig, dann können wir Failback starten und dann wir dürfen diese zweite Maschine updaten. Okay, hier ist Starting. Und da haben wir in der Zwischenzeit nichts kopiert, deswegen ist schon sofort konsistent und lass uns jetzt Failback starten. Okay. Genauso identisch wird mit sekundären Maschine, wenn die sekundäre Maschine nach Failback, die werden updaten, dann können wir nach Upload neue Image neu starten und die wird auch Suspend Mode und dann an sekundäre Maschine wird jetzt in Suspend Mode diese Start-Taste aktiv und dann kann man in Cluster hinzufügen. Okay, das ist jetzt ziemlich sehr einfach, dann muss ich das nicht demonstrieren. Wir können noch am Ende, eine Demonstration fehlt, zum Beispiel Stromausfall, weil wir haben bis jetzt nur neu gestartet oder haben wir eigentlich manuell Failover gemacht oder haben wir eine Störung in Ethernet erreicht. Erlebt, dann lass uns jetzt Strom einfach von erster Maschine ausschalten und wir werden sehen, wie das sich alles benimmt. Okay, um das auszuschalten, dann werde ich auch zeigen Ping zu erster Maschine. Ich habe vor erster Maschine einfach ausschalten und Ping Node 4 klar für Virtual IP. Okay. Und lass mich jetzt das ausschalten. Also das dauert ein paar Sekunden. Also wir sehen jetzt schon, erste Maschine ist aus. Dann hat natürlich Failover verursacht, solche Aktion. Also GUI von erster Maschine darf nicht antworten, weil es ausgeschaltet ist. Also klar, nach Timeout wird ein Problem kommen. Okay, no session. Und zweite Maschine ist klar in Secondary Active Mode. Also jetzt, wenn wir schaffen, diese erste Maschine wieder funktionsfähig machen, dann kann man natürlich Failback starten. Okay, unsere ESX Storage ist auch verfügbar, ist alles in Ordnung. Damit haben wir das, was ich hatte heute vor, alles durch. Ich hoffe, dass diese Demo nötig war und ich möchte mich bedanken für die Zeit, die Sie mit uns mitgebracht haben. Und ich sehe noch eine Frage. Ja, Link für dieses Video. Genau in unsere Presales-Verzeichnis, also hier würde ich sagen, in Properties. Es ist ein Presales-Verzeichnis FTP. Okay. Gut, das ist dieser FTP-Link. Der dauert ungefähr wahrscheinlich 20-30 Minuten und wird diese heute Präsentation da verfügbar. Da lesen Sie bitte README. In README
haben wir Informationen, wie soll man das abspielen. Das wird ein NetViewer Player nötig, welche ist auch auf diese Verzeichnis dort verfügbar.